Hallo zusammen und willkommen zurück bei einer neuen Folge von Let's Play Terranigma. Wir haben in der letzten Folge Burg Drachenfels abgeschlossen und sollen uns jetzt zu Will nach Seeheim begeben. Ich möchte allerdings vorher gerne nochmal kurz bei Otaku vorbeischauen, dessen Bruder Wong wir ja auch gefunden haben. Und möchte gerne gucken, ob er in irgendeiner Weise irgendetwas dazu sagt. Du musst nichts sagen. Ich weiß, dass mein Bruder Böses getan hat. Als Buße für meine Sünden wurde er nach Drachenfels verbannt. Ich bin froh, dass er aufgehalten wurde. Okay. Immerhin zeigt er sich einsichtig und wird daran wahrscheinlich emotional nicht zugrunde gehen. Das ist schon mal ganz gut. Denn wir haben erfahren in Burg Drachenfels, dass Otakus Bruder Wong sozusagen mit dem König sympathisiert und auch im Namen des Königs viele, viele Menschen umgebracht hat. Unter anderem auch in dem Dorf von Prinzessin Melina aus Seeheim. Aus Seeheim. Von Prinzessin Melina aus Loire. Und wir müssen jetzt nach Seeheim, so rum. Ja, da haben sich wieder zwei Gedanken miteinander verknotet, die ich nicht rechtzeitig auseinanderbröseln konnte. Ehrlich, ich habe keine Ahnung mehr, wo Seeheim liegt. Ich habe jetzt so eine Vermutung. Ich glaube nämlich, dass das hier... Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Da möchte ich doch glatt mal hin. Kann ich hier irgendwo andocken? Ja, kann ich. Ich glaube nämlich, dass es hier im östlichen Teil von diesem Kontinent, auf dem wir uns gerade bewegen, dass sich das dort befand, dass unten irgendwo Liotto war und oben war diese Kombination aus Liberita und Seeheim. Also so glaube ich, das in Erinnerung zu haben. Ein Waldstückchen haben wir hier nicht, aber wir können diesen schönen Ort hier betreten. Astarika. Hallo Astarika, was hast du so zu bieten? Oh, okay. Sieht hier irgendwie so aus, als ob hier irgendwann mal böse schamanische Rituale vollzogen worden wären. Ich weiß nicht, irgendwie ist dieser Ort etwas gruselig. Und diese Statuen, die haben hier wieder grüne bzw. rote Punkte auf ihrer Stirn, aber ich kann die trotzdem nicht verschieben. Sehr merkwürdig, das Ganze. Also ich kann hier, so wie ich das sehe, nichts tun. Oh, der Kelch scheint leer gewesen zu sein. Wieso scheint er leer gewesen zu sein? Warum sprichst du in der Vergangenheit? Warum ist er denn nicht immer noch leer? Ich bin verwirrt. Dieser Ort hat zumindest zum jetzigen Zeitpunkt keinen Mehrwert für uns. Ich habe aber das Gefühl, als ob wir hier irgendwann nochmal hinkommen müssten. Als ob er vielleicht irgendwann mal an Bedeutung gewinnt. Ich weiß das aber nicht mehr. Wir setzen unsere Reise erstmal fort in der Hoffnung, dass ich jetzt mich jetzt hier nicht komplett verfahren habe, sondern dass wir jetzt hier irgendwann auch Seeheim finden. Genau, und hier haben wir Liotto, wenn mich nicht alles täuscht. Und weiter oben müssten wir dann gleich Liberita mitsamt Hafen sehen. Und dann sind wir auch schon gleich wieder in Seeheim. Und ja, hoffentlich muss ich in Jamai nicht noch irgendwas erledigen, aber ich wüsste jetzt nicht, wo wir da jetzt noch irgendwelche Bauteile oder sonst was hätten finden sollen. Ich glaube, wir hatten in der letzten Folge den Auftrag bekommen, Will aufzusuchen. Oder ich hatte es mir vorgenommen, keine Ahnung. So, wisst ihr, was ich erstmal nochmal mache? Ich will mal gucken, ob uns jetzt der Typ was von seinem Würstelgulasch abgibt, den ich ja gerne etwas bekannter machen würde für ihn. Er ist ja so stolz drauf gewesen, aber er soll uns ruhig mal eine Ration davon abgeben. Offensichtlich nicht. Der erzählt immer noch das Gleiche wie beim letzten Mal. Schade eigentlich. Dabei könnte ich dein Würstelgulasch so bekannt und beliebt und publik machen und unter Menschen bringen. Aber wer nicht will, der hat schon... Wahrscheinlich macht er sich gerade oder malt er sich gerade... Ups, noch seine Strategie aus, wie er das Ganze unter die Menschen bringen möchte. Soll mir egal sein, wenn er nicht möchte, dass ich was davon abkriege, dann soll dem so sein. Hallo, Will. Hurra, Hollerö, endlich, Goya, mein Flugzeug ist fertig. Ich habe neues Metall aufgetan, mein Traum wurde Wirklichkeit. Goya, es gehört dir. Drücke A, um zu starten. Was? Was, was? Kriegen wir jetzt etwa ein Flugzeug geschenkt? Hoho, okay. Im Flug drücke L für Tiefflüge und R, um höher zu fliegen. Mit Y beschleunigst du. Um zu landen, musst du tief fliegen und auf A drücken. Oh, Backe. Oh, jetzt fangen wir nicht gleich ernsthaft an zu fliegen, oder? Oh,
mein Gott, ich glaube, es ist doch so. Whis Flugzeug ist fertig und es fliegt sogar. Er wollte Perry und alle Leute aus Moronia mitnehmen. Okay, das möchte ich mir jetzt etwas genauer angucken. Ich weiß auch gar nicht, ob meine Tasten jetzt schon ausreichend belegt sind. Ich weiß gar nicht, ob ich diese R- und die L-Taste überhaupt vergeben habe. So, lieber Heinz, es wird schwierig, wenn die trägen Menschen jetzt so motivieren. Okay, ich glaube, das ist auch nicht neu. Aber ich dachte jetzt, wo Will vielleicht ein Flugzeug ins Leben gerufen hat, wäre die Prognose etwas positiver. Aber da habe ich mich wohl getäuscht. So, und jetzt bitte einmal ganz tief Luft holen. Oh mein Gott, wir haben eine Flugbahn. Wie geil ist das denn? Und auf geht's. Yay, und wir heben Tatsache ab. Oh Mann, wie toll. Wie toll. Ja, wie sich auch die Spiele weiterentwickelt haben. Ja, ein paar Jahre bevor Terranigma rauskam, ist man noch mit einem Mana-Drachen um die Welt geflogen. Ja, das ist total klasse, dass wir das hier jetzt mit einem Flugzeug machen können. Auch wenn ich ehrlich gesagt so einen Mana-Drachen schon irgendwie stylischer finde. Aber wir wollen uns ja... Oh, okay. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Guck mal bitte nach unten. Liebe Rita ist größer geworden. Das muss ich mir jetzt nochmal aus nächster Nähe angucken. Entschuldigt bitte, dass ich jetzt schon wieder so... so durcheinander bin und, aber ich, das muss ich mir jetzt gerade angucken. Das überrascht mich jetzt. Weil damit haben wir jetzt, hallo? Du warst doch gerade noch groß. Also so sieht das auf jeden Fall aus, wenn sich die Städte entwickeln. Das verstehe ich jetzt nicht. Toll, jetzt bin ich voller Euphorie gewesen. Kann ich das eigentlich wegdrücken? Nein, ich kann das nicht wegdrücken. Wir werden uns die wunderschöne Startsequenz jetzt jedes Mal aufs Neue angucken. Tja, und jetzt ist liebe Rita groß und ich verstehe nicht warum, okay? Also so sieht das auf jeden Fall aus, wenn, wenn sich die Städte weiterentwickeln im ersten Entwicklungsstadium. So, wartet mal, irgendwo hier konnte ich doch beschleunigen. Ah ja, okay. Ich glaube, ich habe den Beschleunigungsknopf gefunden. Ja, wohin soll ich jetzt eigentlich? Das ist dann so die nächste Frage. Also eine Sache fällt mir noch ein, die ich in Arola unbedingt eigentlich machen wollte. Unbedingt eigentlich, hoho. Aber ich habe so eine Vorstellung. Ach, okay, mir fällt nämlich auch gerade ein, ich kann ja nicht überall landen, sondern nur dort, wo wir auch Landeplätze angeboten bekommen. Und ich glaube, das hier ist momentan der einzige Landeplatz, der uns angeboten wird. Damit erübrigt sich auch die Frage, wo unser nächster Zielort sein wird. Das heißt, wir gucken uns jetzt hier mal ganz geschwind um. Wenn Prinzessin Melina mein neues dickes Flugzeug sehen würde, ja. Dann hätte ich sie schnurstracks um den Finger gewickelt. Nein, ich hoffe, dass auch bei der nächsten Begegnung, die wir mit Mailin haben werden, dass sie ein bisschen, ein bisschen vernünftiger agieren wird. Die hat mich wirklich im Burg Drachenfeld sowas von derbe aufgeregt. So, ich will mir nur angucken, wie dieser Ort hier heißt. Okay, Labor, Hilfe. Nein, ich glaube, in ein Labor müssen wir jetzt noch nicht. Zumindest hat uns da noch niemand hingeschickt und ich wüsste auch nicht, was wir dort jetzt momentan suchen oder erledigen sollten. Mich interessiert vielmehr, ob ich wieder in diesem Teil des Kontinents irgendwelche lustigen Waldstückchen finde, wo ich mir lustige Sachen mitnehmen kann. Und ja, ich wollte gerade sagen, ich habe im Burg Drachenfels jetzt keine Magie verwendet. Und dann ist mir ja eingefallen, wir hatten ja auch keine Gegner im Burg Drachenfels. Keine Gegner, keine Magie, ganz klar, ne? Sollte eigentlich klar sein. Und wir haben da rechts ein riesiges, verschneites Areal, wo wir auch gleich rauflaufen können. Oh, und wir sind in Sibirien. Und Sibirien hat erstmal eine wunderhübsche Höhle für uns. Oh. Oh, endlich kann ich mal wieder meine Waffe zücken. Mensch, lange ist's her. So, zwei Seile. Ich nehme mal erstmal die untere... Ups. Ja, genau, gleich 18 Schaden zufügen. So ein Sturz ist ja gar nicht übertrieben oder so. Aber gut, Dummheit sollte bestraft werden. Ich bin da ein bisschen vertrottelt auf dieses Seil zugelaufen. Wir haben einen Aura-Stab. Wie cool. Ich hoffe, dass er cool sein wird und uns nochmal einen zusätzlichen Schadensboost geben wird. Jetzt haben wir noch den Narrenstab. Das ist ein besonderer Gegenstand. Verwandelt Stärke in Abwehr? Wie heißt das? Wir machen dann keine Schaden mehr?
Das muss ich mir erstmal angucken, bevor ich das nehme. Ich darf das nur nicht vergessen und ich werde das mit Sicherheit vergessen. Aber das möchte ich erstmal. Aber wartet mal. Wenn da stand, dass unser Schaden sich erhöht, dann muss der ja eigentlich besser sein. Ich muss mir das mal angucken. Also wenn wir im nächsten Kampf irgendwie keinen Schaden austeilen oder so, dann weiß ich ganz genau, die Waffe ist schuld. Es liegt nicht daran, dass ich untertrainiert bin. Okay, das vielleicht auch. Aber, okay, warte mal, ich muss mal erstmal gucken. Hier gibt es ja so viele neue Sachen jetzt zu erforschen auf diesem Kontinent. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Das sah sehr, sehr weitläufig aus. Noch eine Truhe. Oh, schade. Ich hätte mich so sehr über noch eine Truhe gefreut. Und diese blöden Turboschuhe, die erwecken in mir so die Befürchtung, dass es schon wieder tausende Sachen geben könnte, die man auslassen kann, wenn man einfach nur nicht dagegen rennt. Aber egal, wir haben jetzt an diesem hübschen Ort erstmal den Aura-Stab gefunden, der von seiner Funktion her auf jeden Fall sehr interessant ist im Vergleich zu mancher anderer Waffe. So, Sibirien, was hast du uns sonst noch zu bieten, außer massig Schnee und kalte Temperaturen? Was ist das denn für ein kleiner Schniepelgang hier? Sehr merkwürdig, sehr, sehr merkwürdig. Auf jeden Fall haben wir dort nichts machen können. Und Sibirien bietet außer die Möglichkeit, zigtausende Schneemänner hier zu produzieren. Sonst nichts weiter für uns, was von Interesse sein könnte. Das heißt, wir können uns in aller Ruhe mal die andere Seite des Kontinents noch angucken, bevor wir in diese nächste industrialisierte Stadt hier aufbrechen. Die ist ja rein optisch genauso aufgemacht wie Yamai und die haben einen Flughafen, ja, hallo, die haben einen Flughafen, das muss man erstmal schaffen. Das heißt, die sind etwas fortgeschrittener in Sachen Technik, als dass die Orte gewesen sind, die wir bisher besucht haben. Und ich möchte trotzdem ein Waldstück haben. Ich meine, nur weil ihr jetzt hier einen dicken Flughafen habt, heißt das ja nicht, dass man nicht im Wald irgendwie lustige Dinge verstecken kann. Okay, aber die möchten die uns wohl offensichtlich nicht geben. Das heißt, wir gucken uns mal diesen Ort etwas genauer an. Okay. Diese Musik, die mag ich überhaupt nicht. Diese Musik, die ist für mich immer Zombie-Luran. Ja, das ist, die sehen ja aus, als ob die vom Ku-Klux-Klan wären. Da habe ich schon total den Zungenbrecher vor lauter Angst. Was ist das hier? Um Gottes Willen, kann ich mit euch sprechen? Also immerhin scheint ihr mich schon mal nicht anzugreifen. Okay, wenn du mehr wissen willst, suche den Tempel seiner Jünger auf. Dort wird sich dir Berugas Macht offenbaren. Okay, den Namen Beruga, den haben wir in der letzten Folge schon zum ersten Mal gehört. Ich guck mal erstmal, was die anderen hier noch so zu sagen haben, dann erzähle ich weiter. Er wird alle Qual verbannen, selbst den Tod wird er bezwingen. Oh, das halte ich aber für ein Gerücht, lieber Kapuzenträger. Das glaubst du doch wohl nicht selber. Oh, und wir haben hier tatsächlich eine Stadt. Ich dachte, das wäre jetzt nur ein Tempel, aber nein. Es scheint eine richtige Stadt zu sein. Oh, und überall diese Typen in ihrer Kluft. Das ist hier echt ein bisschen gruselig. Der Schuppenmantel wird dich stärken, Hollerö. Okay, kann ich den jetzt hier etwa käuflich erwerben? Oder was möchtest du mir damit sagen? So, wir haben hier schon wieder alles voll gekauft. Oh, Schuppen bieten großen Schutz. Boah, das erhöht unseren Schutz um einen Punkt, aber die wollen dafür die Evil-Summe von 6660 haben. Oh, ich bin ja nicht knauserig, aber das ist echt ein ganz schöner Batzen an Geld für eine minimale Verstärkung. Du kannst bleiben, wenn du möchtest. Das kostet 50 Taler, vergiss es. Dieser Ort hier, der ist mir echt viel zu spooky, ja. Das mit der Rüstung muss ich mir gleich nochmal überlegen. Und seht ihr das, das Bild, was hinter diesem Typen hier an der Wand hängt? Das ist Beruga, das weiß ich noch. Ich habe so sein Antlitz noch ein bisschen in Erinnerung. Und ja, und hier hängen überall Bilder von ihm, wie wir sehen. Ja, irgendwie ist das hier ganz schön fies alles, ja.
Dieser Beruga ist auf jeden Fall, so wie wir das im Burg Drachenfels erfahren haben, keine Person, die wir unbedingt anhimmeln sollten. Er ist im Grunde genommen der Strippenzieher für diese ganzen schlimmen Dinge, die sich hier bisher ereignet haben. Und also mitunter auch diese Geschichte mit Prinzessin Melinas Familie zum Beispiel. Aber wir haben bisher nur ganz vage Informationen über ihn bekommen. Und ich gehe mal davon aus, dass sich das jetzt im weiteren Handlungsverlauf ein bisschen präzisieren wird. Oh, wir haben einen Kristall. Oh, wenn das die bösen Kapuzenträger wüssten. Aber die sind ja alle die Ruhe selbst. Die können ja immer sagen, wenn es ihnen schlecht geht oder was Schlimmes passiert. Beruga wird sich schon angemessen dafür rächen. Oh, wir haben normale Menschen. Oh, ich hoffe, ihr seid keine Gefangenen oder sowas oder Besessene. Ich fürchte den Tod nicht. Ich vertraue den Worten Berugas. Beruga kündigte eine Zeit an, in der der Tod keine Macht mehr hat. Ich muss gleich niesen. Achtung. Entschuldigt bitte. So. Ah. Meine Nase kribbelt immer noch. So, okay, also er möchte entweder die Menschen unsterblich machen oder den Tod irgendwie außer Gefecht setzen oder überlisten. Das sind in meinen Augen sehr, sehr hehre Ziele. Aber vielleicht bekommen wir noch das Vergnügen und können uns nochmal mit ihm auch irgendwann unterhalten. Beruga ist in seinem Labor, um sich vorzubereiten. Wenn seine Zeit gekommen ist, wird er auferstehen und uns erlösen. Ja, mit Sicherheit wird er das und du solltest deiner Gehirnwäsche irgendwie Einhalt gebieten, indem du dir mal kalt den Kopf waschen gehst. Gut, das wird dann wahrscheinlich das Labor gewesen sein, wo wir vorhin dort schon gewesen sind. Alter Schwede, da sehen wir ihn nochmal etwas genauer freundlich dreinblicken. Sieht anders aus, der scheint auch echt eine hohe Dioptrienzahl zu haben, wenn ich mal angucke, was für glubschige Augen er hinter seiner Brille hat. Und ich weiß, wovon ich rede, ich hatte auch mal so eine riesige Panzerglasbrille mit über 6 Dioptrien. Jetzt habe ich die Gott sei Dank nicht mehr so. Beruga ist unser Erlöser. Beruga wird die gesamte Welt von ihrer Falschheit befreien. So, so, von ihrer Falschheit also, ja. Ihr seid also die Vermittler und die Propagandahühnchen der Echtheit, oder wie darf ich das verstehen? Warum verkleidet ihr euch dann in solchen komischen Kutten, ja? Das, ja. Wahrscheinlich würden die jetzt antworten, ja, weil es hier so kalt ist, hier schneit's doch. Hast du Tomaten auf den Augen? Nein, habe ich nicht. Beruga wird ein weiteres Mal auferstehen. Wie auferstehen? Ich denke, der lebt. Er wird ein vollkommenes Paradies erschaffen. Oh mein Gott, ich glaube, ich bin hier mitten in einer Sekte gelandet. Mit diesem Beruga würde ich mich schon gerne mal persönlich irgendwann unterhalten. Ich hoffe, die Möglichkeit kriege ich noch. Willst du Berugas Segen? Nee. Die Ungläubigen sollen aus dem Paradies weichen. Also wenn das Paradies sein soll, dann sorry. Aber mein Paradies sieht definitiv anders aus. Begib dich in das Hinterzimmer. Ein Jünger wird dich unterweisen. Okay. Oh, ob das auch bei der Scientology auch so läuft, wenn man sich in deren Gefilden bewegt. Oh mein Gott. Hallo, ich habe aber noch meine jüngere Arbeitsbekleidung nicht. Hallo, ich möchte bitte, bevor ich mich da hinsetze, auch so eine Bekleidung haben. Sonst fühle ich mich gemobbt und ausgeschlossen. Stellt euch auf und hört die Worte Berugas. Ich möchte aber Berugas Worte bitte aus seinem Mund hören, ja? Was ist denn das hier? Total, total die Fake-Veranstaltung hier. Ich fühle mich hier wie bei Weight Watchers, ja? Oh mein Gott. Die haben doch hier alle ein... Oh Gott. Einst gewann er den Nobelpreis für seine Studien über Biotechnologie. Seine Experimente mit der DNA brachten wichtige Erkenntnisse. Seitdem widmet er sich nur noch den Studien der Unsterblichkeit. Menschen scheuen die Stille und haben Angst vor der Dunkelheit. Warum? Da sie den Tod fürchten. Ein Dramatiker sagte einst, Menschen werden weinend geboren. Der Tod und die Geburt sind mit großen Schmerzen verbunden. Wenn alle unsterblich sind, werden diese Ängste nicht mehr existieren. Beruga wird diese schöne neue Welt erschaffen. Beruga liegt im Tiefschlaf in der Kältekammer.
Bald wird er in dieser Welt erwachen. Lass uns für diesen Tag beten. Okay, das heißt, wenn ich ihn in seiner kleinen, stillen Kältekammer schon vorher abmeuchele, dann wird er gar nicht erst erwachen und dann passiert uns auch nichts weiter, oder? Also ich möchte ganz ehrlich nicht unsterblich sein. Das ist jetzt nicht so mein hehres Ziel. Vor allen Dingen will ich auch gar nicht wissen, mit welchen Mitteln er das bewerkstelligen möchte. Aber egal, ich finde diesen Ort hier auf jeden Fall sehr, sehr gruselig. Und dieser Beruga ist mir nicht ganz geheuer. Habe ich mit dir schon gesprochen? Ja, mit dir haben wir schon gesprochen. Du bringst mir keinen Mehrwert. Und dann haben wir hier, glaube ich, noch ein Haus. Und das war es dann auch. Und dann bleibt uns, glaube ich, als weiteres Ziel nur noch das Labor. Aber wir gucken gleich mal. Die sind die weißen Jünger, die unter... Dass sie unterstehen, Beruga. Es ist eine große Ehre, als Jünger aufzuwachsen, um Beruga zu dienen. Ich weiß nicht, ob es so erstrebenswert ist, jemandem zu dienen, der in irgendeiner Kältekammer gefangen ist, aber okay. Wenn ich groß bin, möchte auch ich einer der weißen Jünger werden. Ja, ich möchte auch ein weißer Jünger werden, aber mir gibt keiner die Kleidung, um einer zu werden. Sonst hätte ich mich noch mit da drunter geschlichen. Vor allen Dingen, wie könnt ihr denn Mann und Frau unterscheiden? Ja, wie knüpft ihr denn eure Kontakte zwischen Mann und Frau in euren riesigen weißen Kutten? Das ist ja irgendwie... Ich glaube, euer gesellschaftliches System ist definitiv noch ausbaufähig. So, die Frage steht jetzt noch im Raum, ob ich mir diese Rüstung hier kaufen soll. Und wisst ihr was, ich werde es tun. Ich werde es tun einfach aus meinem Komplettierungswahn heraus und ich kann dagegen nichts machen und ich werde mir das auch gleich anziehen. Und ja, vielleicht wird diese Rüstung irgendwann nochmal einen anderen Vorteil für uns offenbaren. Aber ich hoffe einfach mal irgendwie insgeheim, dass der... War es ja jetzt nur noch 207 KP? Nee. Nee, so nicht. Hätte ich mal vorher gespeichert, aber die, ich will jetzt wieder meine... Ey, das ist doch Beschiss. Warum erhöht er das nicht gleich auf die 297? Ach Mann. Okay. Also was ich auf jeden Fall für den nächsten Ort, wo wir wieder in einen Kampf verwickelt werden, im Hinterkopf behalten muss, ist, dass ich A, mir die Waffe etwas genauer angucke, die wir ja in dieser optionalen Höhle da gefunden haben. Und dass ich mir auch anschaue, wie das mit der Rüstung sich verhält und ob ein Tausch nicht doch sinnvoller wäre. Das wird sich dann noch zeigen. Gut, das war es dann auch für diese Folge. Wir werden uns in diesem irren Clan hier... oder von diesem irren Clan verabschieden und mal dem Labor von dem werten Beruga einen Besuch abstatten. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.